Meine Lieben, so bin ich früher rumgelaufen im Bügel-BH und Tanga. Aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Warum ich das nie wieder tragen möchte, das verrate ich euch jetzt im Video. Also bleibt dran und erfahrt viel mehr. Hey meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es mal um ein Frauenthema, nämlich um BHs und Unterhosen. Was zieht Frau meist an, wenn sie ein bisschen Oberweite bekommt? Einen BH, und in der Regel ist das ein Bügel-BH. Doch, das, was ich anfangs als total unbequemer weiß, daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Und irgendwie vergisst man das dann zu hinterfragen mit den Jahren. Bei mir ist es letztes Jahr so gewesen, dass ich dann irgendwann mal festgestellt habe, ist das eigentlich normal, dass das immer hier drückt, wenn ich auf der Seite liege? Muss ich eigentlich ein BH tragen? Geht es auch irgendwie ohne? Nein, ohne geht es bei mir nicht. Dafür habe ich für mein Empfinden zu viel Oberweite. Es mag sein, dass andere das problemlos meistern, wenn sie dann schwubbel, die Schwabbel durch die Gegend spazieren. Mich stört das. Ich habe ein B-Körbchen und ich möchte schon, dass das sicher sitzt. Und deswegen habe ich mich mal einfach beschäftigt mit den Alternativen zum Bügel-BH und ob ein Bügel-BH überhaupt so gesund ist. Da bin ich auf jeden Fall auf eine sehr, sehr spannende Studie gestoßen. Jetzt ist mir eben meine Katze von den Blättern runter. Ja, Casey, das ist aber lieb, danke dir. Hat sich drauf gesessen, seht ihr. Alles voll. Komm her. Die amerikanischen Wissenschaftler Singer und Riesmeier haben 4500 Frauen bezüglich ihres Umgangs mit dem Bürstenhalter befragt und haben herausgefunden, dass 3 von 4 Frauen, die 24 Stunden, also immer, einen Bügel-BH tragen, in der Regel am Brustkrebs erkranken. Während hingegen Frauen, die ihren BH nur mehr als 12 Stunden pro Tag trugen, ein Risiko von 1 zu 7 aufwiesen. Ganz wenig Brustkrebsrisiko hatten die, die selten oder nie einen BH trugen. Das lag nur bei 1 zu 168. Wie ist das zu erklären? Ganz klar, wir haben ja alle hier auch Lymphen, die unseren Körper, unsere Zellen mit frischem Sauerstoff versorgen und auch Schlechtes wegnehmen, ob Giftstoffe, was auch immer, die bauen das ab. Und indem wir hier so einen Bügel-BH tragen, der uns ständig hier feste abschneidet, tja, da erhöhen wir nun mal halt das Risiko, irgendwelche Giftstoffe nicht abzutransportieren oder nicht genügend Sauerstoff zu halten, sodass sich da eventuell mal Krebs bilden kann. Gleichzeitig gibt es auch eine andere Studie, die wiederum das alles für Quatsch hält, denn das ist auch eine amerikanische Studie, die war in der Welt veröffentlicht worden und die sagt, dass man da gar nichts zusammenhängend herausfinden konnte zwischen BH und Krebs. Ihr sollt selbst entscheiden, glaubt ihr, dass da ein Krebsrisiko bei ist oder nicht. Ich habe für mich entschieden, es ist sau unbequem und wenn ich dann auch noch das Brustkrebsrisiko senken kann, umso besser. Deswegen heißt es für mich ab sofort, bye bye Bügel-BH! Woo! Welche Alternativen gibt es? Hier habe ich eine Alternative für euch. Das ist ein ganz gewöhnliches BHchen ohne Träger. Man hat einfach einen sehr guten Sitz, hier ein starkes Gummi, was gut hält. Ein bisschen mit Spitze, dass es auch schön aussieht. Es gibt auch Varianten, wo man dann unten das Gummi sieht und dafür oben eine schöne Spitze hat. Man muss also nicht unerotisch aussehen, nur weil man keinen Bügel-BH trägt. Wer viel Sport macht, der fährt auch weiterhin gut mit dem Sport-BH, der sowieso von Haus aus nie Bügel hat. Warum hat man es beim Sport nicht? Keine Ahnung, da haben sie es auf jeden Fall schlau gemacht. Das sitzt sehr bequem. Und ich freue mich, denn ab sofort spüre ich nie wieder meinen BH. Ich kann mich einfach hinlegen und einschlafen. Ich brauche nicht zu denken, oh mein Gott, was drückt mich denn da so? Das ist vorbei. Kommen wir nun zum Slip. Ihr seht ja schon, wie das hier ist. Das geht nämlich, wenn ich jetzt keine Leggings hätte, rein in den Popo. Und was haben die am Popo? Den After. Und der ist immer, wie bekannt, nicht das sauberste am menschlichen Körper. Egal, ob wir jetzt uns 10-mal duschen am Tag, immer wird irgendwas an Fäkalbakterien an diesem Örtchen da sein. Wenn wir so einen Tanga tragen,
der sich schön da entlang reibt beim Laufen, beim Spazieren und auch sonst wie ständig, dann gehen wir halt Gefahr ein, dass diese Fäkalbakterien nach vorne ins Brötchen gelangen. Ja, und dort haben wir dann ständiges Jucken. Vielleicht ein paar Pilze, vielleicht ein paar Bakterienentzündungen, sonst was. Viele von euch, die ständig Canesten nehmen oder genommen haben, die wissen, wovon ich spreche. Ich war früher jahrelang ein Canesten-Kandidat, bis ich irgendwann festgestellt habe, das kann ja eigentlich nur von der Unterwäsche kommen, denn duschen tue ich mich, also absetzen. Und ich muss sagen, ich habe da gar keine Probleme mehr mit, schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Insofern bin ich froh, dass ich das Ding jetzt auch endlich ins Nirvana befördern kann. Tschüss! So muss die Alternative nicht aussehen. Das ist ein ganz normales Höschen, das ihr besser anzieht, wenn ihr alleine schlafen gehen wollt. Aber was garantiert jedem gefällt, ist ein Hipster. Die sind etwas, sagen wir mal, tiefer geschnitten, aber trotzdem mangelt es ihnen nicht an Erotik. Ob ihr das jetzt in beige ausgerechnet nehmt oder in schwarz oder rot, das bleibt euch überlassen. Es gibt aber auch noch so sexy Höschen. Auch die gehen nicht ins Popöchen rein und sehen super heiß aus. Ihr habt die Qual der Wahl. Ihr müsst nicht einen Tanga tragen. Absolut nicht. Ich werde es auf jeden Fall nie wieder tun. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Und ich hoffe, ihr habt euch gut amüsiert mit diesem Beitrag. Vielleicht nehmt ihr auch was mit, dass ihr euch nicht nur innerlich mal reinigt und äußerlich, sondern auch mal unten drunter bedenkt, ob das so richtig ist, was ihr da anzieht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald wieder, meine Lieben. If you listen to your inner voice.